Hallo zusammen, ein neues Video. Ihr könnt es erkennen, ich bin ungeschminkt, von daher machen wir uns heute wieder zusammen fertig. Und ich habe es ein bisschen eilig, ich bin gerade auf dem Sprung, ich muss gleich weg. Ich möchte einfach nur einen Alltagslook schminken. Und da ich gefragt wurde, ob ich mal einen Look mit der zu Eva on Taupe Palette schminken kann, bietet sich das natürlich in diesem Video auf jeden Fall an. Und ich habe den Painterly Paint Pot schon aufgetragen und ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran. Und ich nehme einen 2:1 Lux Soft Crease Pinsel von zu Eva und gehe als erstes in die Farbe Hour by Hour. Das ist dieser helle Braunton. Und gehe da ordentlich mit dem Pinsel rein, weil der nicht so stark pigmentiert ist. Beziehungsweise der so hell ist, dass man ihn jetzt nicht so wirklich wahrnimmt. Und den trage ich halt großzügig in der Lidfalte auf. Darüber hinaus ziehe den also relativ weit nach oben. Und ja, die zu Eva on Taupe Palette eignet sich halt wirklich immer besonders gut, wenn man einen schnellen Alltagslook schminken möchte. Und ja, das einfach relativ dezent halt sein soll. Also dezent und kühl eben, weil es eben mehr kühle Töne sind. Dann gehe ich in die Farbe Gallery, das ist der Ton, der daneben ist, etwas dunkler, so ein dunkles Grau, würde ich fast schon sagen, mit dem gleichen Pinsel ruhig und auch den gebe ich in die Lidfalte, aber drücke den Pinsel ein bisschen mehr in die Lidfalte rein. Also nicht so weit nach oben das Ganze, sondern drücke das Ganze wirklich mit dem Pinsel richtig in die Lidfalte direkt rein. Dadurch wird das Ganze halt ein bisschen definierter und ein bisschen präziser aufgetragen. Und ich fächere das Ganze eben nicht so weit nach oben. Mit dem gleichen Pinsel, ich wische ihn so ein bisschen am Tuch ab, gehe ich in die Farbe Stitch by Stitch. Das ist der hellste Ton in Matt und den setze ich mir so ein bisschen unter die Augenbraue. Und auch dieser ist echt super dafür, weil er natürlich zum einen erstmal hell genug ist, zum anderen ist er aber auch nicht so stark pigmentiert, dass ihr jetzt richtig weiße Balken habt, sondern damit könnt ihr einfach das Ganze nochmal weicher ausblenden. Jetzt nehme ich einen ganz normalen Lidschattenpinsel und gehe in die Farbe Handmade. Das ist dieser Peach-Ton. Und den trage ich jetzt im Inneren. Oder auf dem inneren beweglichen Lid auf. Und ja, so ungefähr ein Drittel hinten lasse ich frei. Und mit dem gleichen Pinsel gehe ich dann in die Farbe Exquisite. Das ist meiner Meinung nach der tollste Ton aus der Palette. Der ist super toll, besonders für grüne Augen. Der lässt eure Augen dann einfach super toll strahlen. Ein ganz, ganz toller, bäriger Ton, den ich auch in dieser Form in keiner anderen Palette habe. Also alleine für diesen Ton hat sich die ganze Palette meiner Meinung nach gelohnt. Und diesen gebe ich auf den Rest eben des beweglichen Lids. Und tupfe den halt so ein bisschen auf. Der ist nicht so kräftig pigmentiert, beziehungsweise man kann den halt extrem einfach verblenden. Ich gehe dann in die Farbe rein und drehe den Pinsel um. Das heißt, dass ich die Farbe oben habe und ziehe das Ganze damit ein bisschen höher einfach. Und nehme dann nochmal meinen Pinsel von vorhin und verblende diese Farbe eben. Und ihr könnt, glaube ich, auch sehen, wie einfach das geht. Also dieser Ton
lässt sich echt so einfach verblenden. Was zum einen natürlich super ist, wenn ihr nicht so geübt seid, was das Blenden angeht. Auf der anderen Seite natürlich muss man dann eben nochmal nachnehmen. Und das tue ich jetzt auch und nehme eben nochmal ein bisschen nach. Und diesen Schritt wiederhole ich eben so lange, bis ich zufrieden bin mit dem Ergebnis. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann nehme ich nochmal die Farbe Handmade, aber diesmal mit dem Finger. Und tupfe die eben nochmal auf. Weil die durch die Körperwärme, ihr könnt, ich glaube, ganz klar einen Unterschied erkennen zu dieser Seite und zu dieser Seite. Alles, was irgendwie schimmrige Töne sind, ist eben besonders gut mit den Fingern tatsächlich aufzutragen. Zum Schluss nochmal, einfach durch eure Körperwärme und auch durch die Fette, die ihr natürlich an den Fingern habt, lässt sich das Ganze eben nochmal um einiges brillanter machen, wenn ihr das eben dann nochmal mit dem Finger drauf tupft und drüber gebt. Dann nehme ich einen kleinen Pencilbrush und gehe in die Farbe Spun Pearl. Das ist dieser helle, schimmrige Ton und den gebe ich eben in den Innenwinkel als Lichtpunkt. Und ja, ihr könntet jetzt natürlich an den unteren Wimpernkranz eben die gleichen Töne geben, also nochmal Gallery dahin geben und vielleicht im äußeren Ende dann nochmal die Farbe Exquisite. Ihr wisst, ich mag das persönlich nicht, weil bei mir einfach Lidschatten zu doll verschmiert am unteren Wimpernkranz. Und ich nehme heute einen Kajalstift von P2 und zwar den Perfect Look Kajal in der Farbe Taupe. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber halt irgendwas, was farblich passen könnte. Das war es dann auch soweit an den Augen. Ich mache jetzt mit dem restlichen Gesicht weiter und nehme natürlich erstmal Concealer und ich schärfe die Kante natürlich auch immer noch so ein bisschen. Auch das müsst ihr natürlich nicht machen, wenn ihr das nicht mögt. Es gibt ja Leute, die mögen das überhaupt nicht. Ich nehme dazu einfach einen Foundation Buffer und meinen Concealer und gebe den eben so auf die Stellen, wo ich ein bisschen Deckkraft haben möchte. Und weil ich keine Foundation heute tragen will. Und ja, mir reicht das einfach, wenn ich so ein bisschen die Rötung abdecke, die ich eben so habe, oder Pigmentstörung, Pigmentflecke. Mein Concealer sette ich mit dem RCMA No Color Powder und nehme einen Real Techniques Contour Brush einfach.
Das war's auch. Mehr Puder werde ich dann nicht nehmen heute. Ich nehme jetzt nochmal einen fluffigen großen Pinsel und gehe da eben nochmal kurz mit rüber, dass ich auch wirklich keine weißen Stellen irgendwo habe. Als Bronzer verwende ich heute von Catrice die Prime & Fine Contouring Professional Palette. Nehme den gleichen Pinsel wie eben und benutze dieses Konturprodukt als Bronzer. Ich zoome euch jetzt mal ein bisschen raus. Ich nehme jetzt ein bisschen Rouge und heute nehme ich vom Max Factor das Pastel Compact Blush in der Farbe Nude Mauve und trage das mit einem Zoeva Blush Brush auf. Auch nur ganz leicht. Als Highlighter nehme ich von Make-up Revolution das Radiant Light Powder in der Farbe Exhale und nehme ein Zoeva Luxe Face Focus. Und gehe da eben leicht rüber und gehe auch so ein bisschen noch unter die Augenbraue. Das ist einfach ein total natürlicher Highlighter, nichts Krasses, also nichts, was wirklich jetzt bam auffällt. Einfach ein schöner Highlighter für den Alltag. Komme ich kurz zu den Augenbrauen. Da werde ich jetzt einfach mein NYX Tame & Frame Brow Gel nehmen mit einem Essence Pinsel. Als Mascara nehme ich die neue Catrice Rock Couture Extreme Volume Mascara. Das ist diese hier. Und die habe ich noch nie verwendet. Die werde ich heute jetzt zum ersten Mal benutzen. Für die erste Schicht, finde ich, macht sie keinen super schlechten Eindruck. Ich finde das Pürstchen auf jeden Fall ganz lustig. Auf die Lippen gebe ich von MAC die Farbe Syrup. Ich finde, der passt halt sehr, sehr gut zu diesem Exquisit-Ton. Und werde mir jetzt nochmal eine zweite Schicht Mascara auftragen. Ich werde das jetzt kurz trocknen lassen und werde mir dann nochmal eine dritte Schicht auftragen und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. So, Wimpern sind getuscht. Ich muss sagen, der erste Eindruck von der Mascara ist gar nicht schlecht tatsächlich. Ich hole euch nochmal ein bisschen näher, damit ihr das besser erkennen könnt. Also ich denke, für das erste Mal, wo man ja eigentlich auch immer sagt, man muss so eine Mascara erstmal so ein bisschen eintuschen, macht sie eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich hoffe, dass euch dieser Look gefällt und besonders dir, ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist. Ich denke natürlich schon. Ich hoffe, dieser Look gefällt dir und ist auf jeden Fall ein schöner, schneller Alltagslook und ich mag das sehr, sehr gerne und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt einen wundervollen Tag, macht's gut, tschüss!